Yo Moinsen, hier ist euer Matt und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Metin 2 auf Deimos. Und ja, heute wird natürlich wieder mal gelevelt, aber diesmal statt OTM ST1. Und bevor ich jetzt ST1 laufe, habe ich was Neues bei der Gemischtwarenhändlerin entdeckt. Und zwar einmal hier das Pergament der Bindung und Pergament der Lösung. Ja, dieser Vertrag bindet einen Gegenstand deiner Wahl fest an die Seele des Charakters. Solange er besteht, kann der Gegenstand nicht gehandelt, fallen gelassen oder verzaubert werden. Und ja, bei Pergament der Lösung löst die Bindung eines Gegenstandes an deiner Seele wieder auf. Ich habe mich erstmal gewundert, weil ich weiß nicht, das ist glaube ich erst heute, gestern oder vorgestern irgendwie erschienen oder rausgekommen. Weil letzte Woche war es irgendwie nicht da. Und ich denke mir so, naja, okay, einerseits ist es gut, dass man da irgendwie nicht direkt fallen gelassen werden kann, dass man das erst lösen muss und so etc. Aber ich finde, es ist einfach nur Yang-Verschwendung. Es ist, glaube ich, wieder nur, damit man wieder Item-Shop Yang holen kann oder muss oder soll. Die halt keins haben und die das halt dann halt holen sollen. Naja. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Einerseits denke ich mir, wenn man jetzt grausam ist und wenn man halt den Pergament der Bindung benutzt hat bei jedem Gegenstand und wenn man da jetzt stirbt, dann sagen wir mal, es soll ja eigentlich normalerweise was runterfallen. Und wenn da halt nichts runterfallen sollte, dank des Pergaments, dann finde ich das eine logische Verwendung. Aber ansonsten finde ich das eigentlich voll der Mist, was sie da gemacht haben. Ich weiß es selber noch nicht, ich habe jetzt nur einige Leute gefragt, aber die kennen sich immer noch nicht hier aus, weil das ist ja jetzt recht neu. Und Metin 2 Wiki steht auch nichts Richtiges darüber. Aber ich denke mal so, ja, in 2-3 Tagen sollte da mehr Informationen rauskommen. Also ich würde es geil finden, wenn es bei grausam was helfen würde. Dann würde es auch echt wirklich lohnen. Aber ansonsten, wie gesagt, sonst wäre es echt nur Geldverschwendung. Ja gut, dann sehen wir uns in ST1 wieder. So, ich befinde mich jetzt in ST1 und ja, ich habe natürlich wieder meine Buff dabei. Ich weiß noch nicht, ob ich ST1 packe. Ich habe echt keine Ahnung, ich habe das noch nicht ausprobiert. Aber wir hoffen natürlich das Beste. Ja, Handschuhe des Weißen Kaiser natürlich reingemacht und ja gut, Speedport können wir noch reinmachen. Und ja, hoffen wir mal. Ja, an TP soll es eigentlich nicht mangeln. 10,7 KTP. Aber die machen aber auch schon recht gut Damage hier. So, ich jetzt sehe gar nicht mal einen Schlag Damage. Moment. Ja. Ja. Zwischen 300 und 600 Schlag Damage und Skills. Ja gut, jetzt 1K. 800k, sag ich, das wäre geil, 800, joa, es geht, aber XP ist auf jeden Fall sehr nice, geht auf jeden Fall viel schneller als wie ein OTM. Natürlich muss man hier sagen, dass die Monster viel höher als ich natürlich sind und joa, schon Stufe 4 natürlich, also das ist gerade mal ST1, ich weiß ja nicht wie ST2 ist, also ich weiß schon wie es aussieht, aber wie es mit dem Damage aussieht, vielleicht könnte ich 1-2 Gruppen packen, vielleicht aber auch nicht, weiß ich nicht, und ja, mal später mal ausprobieren, wenn ich besseres Seku habe. Also ich habe mir jetzt ja, Goldhalskette plus 9 gegönnt mit 1,5 KTP, 10 Crit. Ist ziemlich nice, PVM. Ja, und noch eine Eisenhelm plus 9 mit 20 Untoten, weil ich mit meinem anderen Account gerne einen DT farme. Und ja, auch ziemlich nützlich. So, haben wir schon 8%, also es geht ziemlich flott. Wenn ich jetzt natürlich noch EXP-Ring hätte, das wäre richtig gut. Dann wären wir auch um einiges schneller.
bisschen schade finde ich, dass ich jetzt kein Gaul habe, weil das wäre natürlich um einiges einfacher. Dann einfach in die Ecke und dann in die Ecke halt pullen und als in die Ecke reinhauen. Dann können die Monster auch nicht abhauen und die kriegen dadurch auch mehr Schaden. Ja, aber was soll's. Müssen wir bald mal eine Maut holen oder ja, einen Kampfcall machen. Mal sehen. Aber XP ist auf jeden Fall gut, also so 3-4 Gruppen geben schon 2-3%. Das ist noch recht viel, aber später wird es wiederum wieder weniger, viel weniger. Aber so ist das Spiel halt nun mal aufgebaut. Was ich auch ein bisschen nervig finde, ist halt, dass sie halt Gift geben, ne? Diese Spinnen, das ist halt normal. Ja, das ist ziemlich eigentlich Mist, weil wenn ich jetzt potte und Gift habe, dann dauert das viel länger und das geht auch viel langsamer voll. Und wenn ich jetzt gar nicht potte, geht ja normalerweise, wenn ich jetzt stehe, TP voll, aber beim Gift geht es halt nicht voll, dann wird es halt weniger. Das ist halt eben Gift. Aber wenn man halt selber im EQ Gift hat, ist das auf jeden Fall im PvP-Bereich ziemlich nützlich. PvM auch zwar, aber eher so beim Bossen, würde ich jetzt sagen. Weil Gift, gut, kann man auch leveln. Ist für den einen oder anderen nützlich, für den einen oder anderen nicht, aber für mich ist es nicht nützlich fürs Leveln. Ich meine, man schafft ja auch so, braucht jetzt nicht unbedingt so viel Geld oder Yang auszugeben, um halt die 8 Gift halt im Helm zu haben, weil ich glaube 8 Gift und ich glaube TP-Regeneration noch kostet glaube ich 400-500 KK, ich glaube bestimmt mehr, keine Ahnung. Die Preise, die ändern sich auch tagtäglich hier. Und ja, ich sollte jetzt abhauen und sterbe ich. Das ist natürlich nicht schön. Nein, ich werde sterben. Jawohl. Jawohl, so muss das sein. Spaß beiseite. Muss mal hier wieder reinkommen. Habe ich jetzt Stadtneustarten gemacht? Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Na gut. Ich laufe da jetzt mal hin und ja, dann bis. Joa, ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, aber naja, passiert. So. Sollte ich mir vielleicht weniger Gruppen pullen? Joa, 3 Gruppen. 3-4 Gruppen sind noch angenehm. Ich glaube ab 5 oder 6 schon zu viel. Jo, Handschuhe. Oh, Handschuhe habe ich gar nicht drin. Wusste ich so. Irgendwas habe ich vergessen. Moment, und irgendwo habe ich da. So, zack. 9 Gruppen mehr. Zack. Starker Körper. Nicht vergessen, immer potten. Wenn ich Autopot hätte, natürlich wäre das um einiges viel einfacher, aber ja, kostet halt wiederum Geld und joa. Ich meine, für mich ist es kein Problem, mal so 20 Euro, 30 Euro mal fürs Spiel zu blättern, aber ja, zurzeit habe ich auch, sag ich mal, Geldnot sozusagen, weil, ja, ich habe zwar viel Geld, aber das spare ich halt an und am Ende bleibt für mich halt dann selber nichts übrig, aber naja, was soll's, ist halt für was Späteres. Wahrscheinlich will ich mir halt ein Auto holen, was etwas teurer ist natürlich. Und ja, naja, muss man halt durchgehen. Weil ich möchte jetzt mir nicht so ein Polo oder sowas holen oder irgendein Charan oder sonst sowas. Solche Krüppelautos will ich mir nicht holen. Sorry, das zu sagen zu müssen. Jetzt nicht beleidigt fühlen, der jetzt ein Polo fährt oder Charan oder sonst was oder Ford Ka oder was weiß ich. Aber sollte schon etwas sportlicher sein. Und ich habe so in die Richtung gedacht, Audi. Ich
will jetzt nicht übertreiben, nicht so ein R8 oder so, ach Quatsch, so viel Geld habe ich gar nicht. Aber so ein A5, S-Line vielleicht. Wäre auf jeden Fall nice. Aber mal schauen. So, Freunde der Nacht, kommt da mal mit hier. Ja, meine Segensschriftrollen habe ich immer noch nicht verwendet. Ich mache mir halt schon Gedanken, wo ich die draufziehen könnte, aber ich habe echt keine Ahnung. Ja, ansonsten habe ich hier noch grüne Stärke und grüner Zauber. Da muss ich auch überlegen, ob ich aus VMS ziehe, aber eher nicht, weil 10 Crit ist mir halt, ja, ist mir halt wichtig. Ah, natürlich, wie gesagt, ich habe mich das schon öfters mal halt Gedanken durchgehen lassen oder gesagt halt, dass 30 DCS jetzt nicht übelst schlecht sind, aber natürlich auch besser sein könnte. Sprich, so 42, 43 DCS wäre schon richtig nice. Aber da müssten auch schon wieder Crit sein und Minimum wäre dann halt 5 Crit, weil... Ja. Ist halt viel besser mit Crit. Mache ich doppelten Schaden und doppelter Schaden ist halt mir viel mehr lieber als die paar DCS mehr. Ja. Zack. Also ich weiß gar nicht, was ich letztes geskillt habe. Das gehen wir auf Wit. Wit. Ich glaube, ich habe zu oft auf SDR geskillt. Oh, meine Buff hat angegriffen, habe ich gar nicht gemerkt. Habe ich doch gar nicht gemerkt. Zum Glück habe ich es noch gesehen. Zack. Ich muss mal einen starken Körper hochziehen, aber ich glaube, ich würde das exen, weil jeden Tag das einmal zu lesen, das ist echt mühsam. Und ihr kennt das ja selber, es klappt nicht immer. Das ist halt echt nervig, deswegen joa, würde ich das, denke ich, mal exen. Auf G auf jeden Fall, auf P weiß ich noch nicht. Lass mich mal überraschen. So, jetzt wieder Buff drauf. Besser als irgendwie zu spawnen, echt. Ich glaube, das kommt daher, weil ich zu oft im OTM gespielt habe und ja, da habe ich halt viel weniger gepott und das könnte sein, dass es halt daran noch die Gewohnheit dran liegt, dass ich wenig potte oder gar nicht potte, je nachdem. Oh, es wird schon. Was ich mir noch überlegt habe, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt jedes Mal halbe Stunde Videos, Let's Plays drehen soll oder eine Stunde. Einige sagten mir, eine Stunde ist sehr angenehm oder die anderen sagen, nee, eine Stunde ist zu viel, lieber halbe Stunde. Schreibt es in die Kommentare und ja, die mit den meisten, die für halbe Stunde sind oder die für eine Stunde sind, danach richte ich mich dann auch. Denn, ich weiß nicht, also mein persönlicher Feedback ist, eine Stunde ist für mich echt schon, ist schon viel. Also ich kann das auch nicht so am Stück gucken, mache ich da mal Pause oder so, oder gehe da mal irgendwo was hin oder rauche oder sonst irgendwas.
Also eine halbe Stunde geht einfach, kann man durchgucken und fertig. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch einen Daumen hoch geben würdet, mich abonnieren würdet, ja, mich weiterempfehlen würdet. Denn ja, das gibt mir natürlich den Ehrgeiz, halt mehr Videos hochzuladen und ja, alles nur für euch, ne? Ich glaube, meine Buffs sind wieder alle. Jo, wusste ich's doch. Ich habe gesagt, hä, wieso mache ich so wenig Damage? Jo, das passiert halt, wenn man da keinen Crit hat, ne? Ohne Crit geht nichts. Es geht. OTM hätte ich jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, 15-20%. Also S1 hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oder lohnt sich's auf jeden Fall, mit 35 hier zu leveln. Natürlich braucht man da entsprechend auch gutes EQ oder Buff oder beides, umso besser. Joa. Ich finde das schon echt geil. Ich mache fast jeden Tag, sage ich schon, jeden Schlag Crit. Und jo, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent habe ich da eigentlich Crit. Also im EQ müsste ich 20 haben, einmal in Waffe, einmal in der Kette, also sprich 20%. Dann halt nochmal bei der Buff 47,3, sprich 67,3% Crit. Also über die Hälfte, also normalerweise müsste dann halt jeder zweite Schlag sein. Aber das ist ja halt nicht immer so. Manchmal sind es halt so 3-4 Schläge hintereinander Crit, manchmal ist es so, dass es halt nur jeder vierte Schlag ist, oder ja, das wechselt sich halt je nachdem ab. Ich weiß nicht, wie die das halt ja, programmiert haben. Diese blöde Wand, ey, echt. Ich glaube, das waren zu viele, oder? Zu viele Monster, das ist nicht gut. Es könnte passieren, dass ich jetzt wieder sterbe. Und diesmal nicht, wenn ich sterben sollte, auf Start neu starten drücken. Da habe ich mich verklickt, aber gut, passiert. Oder wie oft ist mir das passiert, dass ich Meti 2 gestartet habe und dann statt auf OK unten auf rechts Beenden gedrückt habe, dann nochmal starten musste und das ist mir mal 3-4 Mal hintereinander passiert. Ey, da hab ich eine Ausraste bekommen, echt. Weil die Tassen liegen sehr beieinander und ja, wenn man da halt ein bisschen schnell klickt und nicht richtig hinguckt, dann kann man da auch schon mal einen falschen Befehl drücken. Jo. Zack.
Kombinationsbuch normal. Kann man verkaufen. Oder auch selber benutzen, je nachdem. Mal schauen. So, Rang 1434. Das Geile wäre halt, wenn ich jetzt schon direkt ritterlich wäre, das wäre echt nice. Mensch, wartet doch mal, ich kritte mich doch gerade, greif mich einfach mal an, echt. So was Ehrenloses hier. Tak, tak, tak. Das sind die einzigen Gruppen halt in SC1, also die vor dem Bosskammer halt, die stärksten der Kammer. Und ja, die greifen halt automatisch an und die gehen mir ziemlich auf den Sack. Weil wenn ich mal auf K bin, und das ist mir auch schon öfters früher passiert, dann habe ich mich mal in die Ecke gestellt und trotz, dass ich ganz in der Ecke war, haben die mich einfach gekillt. Jo. Naja, zum Glück sind die Charaktere halt am Anfang des SC1 teleportiert worden und da verliert man ja auch keine XP-Punkte, aber beim SC2 ist das schon sehr nervig, weil in SC2 muss man viel weiter laufen als wie in SC1, um in die Respawn-Kammer zu kommen. Ja, und auf Dauer... Ja, da habe ich es mir auch überlegt, dann entweder auszuloggen oder entweder morgen halt weiterzumachen. Weil AFK rumstehen, das ist echt doof. In Map 1 kannst du das machen. Naja, obwohl, da gibt es ja auch wieder so 30er Mobs, Bera oder wie die halt ganzen Monster heißen. Die Agro-Monster, die greifen ja auch automatisch an. Und ich finde, wenn man dann neu anfängt, da kommt so ein 30er Mob auf einen zu, dann ist ja wohl klar, dass man das stirbt. Aber das Gute ist halt, da kann man halt hier neu starten drücken und ich glaube erst ab Level 15 oder so, oder ab 10, ich weiß nicht genau, kann man die XP-Punkte verlieren. Vielleicht geht es auch schon bei 1, keine Ahnung. Ja, ist halt sehr nervig. Ich glaube, das waren wieder zu viele Monster. Glaube ich, aber glauben heißt ja nicht wissen, ne? So. Vier Leute tranken, das ist sehr nützlich, das ist gut. Ah, 50% haben wir schon. Nice. Jetzt wieder auf Fit skillen. Und bald sollten wir 11k TP haben. Nice. Sehr nice. Ich glaube, das waren echt, jetzt diesmal waren es echt zu viele. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Erstmal TP aufladen. Und drauf. Weg, weg, weg. Weg, weg. Ich komme hier nicht raus und tot. War klar, war klar, war klar, war klar, war klar. Ach, meine Waffe muss mal her. Ganz kurz. Mal hier helfen. Zack. Jetzt wieder buffen. So, grüne Tränke haben wir jetzt auch nicht mehr. Also nach dem hier. Muss ich mal schauen.
wenn ich Körperkrieger wäre, natürlich viel nice. Angriffsspeed und gib ihm, aber so Mentalo. Einzig was bei guten bei Mentalo ist echt nur die Skills. Und also die Skill-Reihe, sag ich mal, Durchschlag, Stampfer, heftiges Schlagen, Schwertschlag, sind im PvP sehr nice. Besser als je nachdem. Es liegt im Auge des Betrachters, aber meiner Meinung nach ist PvP Mentalo irgendwie schon geiler vom Fertigkeiten her als Körperkrieger. Aber der Körperkrieger halt holt die meisten Damage aus dem Schlag raus, wenn man da halt voll durchbohrenden Schaden jetzt habe ich mich versprochen, Entschuldigung, durchbohrenden Schaden macht, dann ist das ziemlich bringt das schon was. Also wenn man da normalerweise, sagen wir mal, pro Schlag 2 oder 3 macht, ich meine jetzt wirklich 2 oder 3, und DB macht dann schon gleich 1 oder 1,2k, das ist dann echt schön geil. Kommt mir das nur so vor oder hängt einfach mein PC bzw. mein Internet? Gott, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube mein Internet. Jo. Gut, XP habe ich jetzt nicht verloren. So, jetzt starker Körper einmal rein. Ja, es hängt schon wieder, ey, krass. Ah, Gott. Komisch, bei meiner Buff läuft irgendwie alles einwandfrei. Ich glaube, ich logge mich mal erneut ein. Ich hoffe, dass der Fehler dann behoben ist. Ansonsten muss ich komplett neu starten. Wie hat er Trank? Wenigstens droppt mir was Gutes. Na komm, heb schon auf. 2 Jahre später. Naja, wenigstens hebt's überhaupt noch was auf. Hängt und hängt und hängt, echt. Na gut, nach dem Mons, dann mach ich mal kurz einen Neustart. Hoffen wir, dass es dann hier behoben ist. Hm, ich
darf nicht sterben. Jetzt kommt noch eine Gruppe. Nee. Nee, einfach nee. So. Tut mir leid. Ich habe gerade technische Probleme. ja, wir sehen uns gleich. Jetzt will er mich nicht ausloggen. Willst du mich nicht ausloggen? Gut, dann musst du strikt 17 machen. So, hier bin ich wieder und ja, dann können wir auch schon wieder weitermachen. Aber ja, läuft auf jeden Fall flüssiger. Keine Ahnung, was da für eine Störung gerade war, aber gut. Liegt wahrscheinlich an Metin 2. Ist ja auch nicht mehr das neueste Spiel. Kann man nicht halt viel erwarten, aber was soll's. Kriegssensor. Aha. So, kann ich aufheben. Müsst du Pferdemedaille fallen lassen? Hä? Nee. Oh Gott, Leute, alles nur für eine Kriegssensor. Ich glaube, es hängt schon wieder. Kriegssensor ist Crap. Und ja, es hängt schon wieder. Das dann nicht zu fassen. Erlösungsklinge plus 2. Auch Crap. Aber obwohl kann ich verkaufen. Auch wenn es nichts wert ist. Echt, ich starte mal das Spiel von neu. Bis gleich. Jo, ich melde mich wieder zurück und ja. Ich hoffe mal, dass es jetzt auf jeden Fall besser läuft. Und gleich werde ich schon angegriffen. Ich habe mich mal kaum eingeloggt, ey. Solche Typen hier, echt. Könnte ich ausreißen. Silberschwert. Das ist bestimmt Crap. Alles hier Crap. Alles. Alles Crap. Alles Crap. Jo. Nicht mal einen einzigen Crap-Boni. Nicht mal irgendein Boni. Da wird schon wieder angegriffen. Die Kamera ist mir jetzt zu nah. Kann das sein? Ja, ah, schon viel besser. Zack. Zack. Und Fail. Hoch, nicht sterben. Das wäre jetzt nicht so schön. Aber ich glaube, ich sollte eher abhauen. Und jetzt drauf. Oder?
Sorry, ich war gerade auf AFK und ja, passiert. Schon wie oft? Zweimal? Nee, was zweimal? Dreimal schon gestorben, ey, echt. Aber auch nur, weil ich nicht aufpasse oder weil mein Internet hängt. Naja, das ist wenigstens die beste Folge überhaupt, ne? Mal was zum Lachen zu haben hier. Habe ich XP verloren? Nee. Das ist doch schon mal ein Anfang. %67. Minuten Handschuhe, das weiß ich. 1461 Rang, viel zu wenig. Ah, die 48er oder? Ja, 48er Sura. Ja, ist auch schon ein bisschen was wert. Kann man verkaufen. Auch wenn es nur ein Kaker ist. Und meine Buff wird natürlich wieder angegriffen. Ist ja wohl klar. Aber im Hintergrund kann man sehen, dass ich die kille. Sie haben keine Chance. Kettenkapuze plus 0. Hat es denn wenigstens einen Boni? Aber kann man verkaufen. Aprikosenglocke, vielleicht hat es ja Int. Oder auch nicht. Zwei Tiere. Sehr nice, sehr nice. Das ist sehr nützlich. Jo. Erstmal Buff drauf. Schon kommen die wieder auf meine Waffe. So, mit der gehe ich jetzt erstmal in die Ecke. Damit die auch mich nicht mehr angreifen können. Schon viel besser. Vielleicht sollte ich mir doch eine Waffe holen mit mehr DSS, aber was nice wäre, wäre so, wie gesagt, 42, 43 DSS mit Crit. Jo, wenn ihr eins habt, dann schreibt mir auf YouTube oder schreibt mich in Ingame an, wie ihr wollt. Aber YouTube ist besser, weil Ingame bin ich mit dem hier nicht so oft on. Ja, und schreibt mir, was ihr haben wollt oder was ihr sucht, und ja, vielleicht wird man sich ja einig. Hier du, ich brauche Waff. So, Handschuhe ist auch leer. Neue rein.
hoch. Nicht getroffen oder was? Ja, das ist halt die Spezialfertigkeiten des Mentalos, dass die Fertigkeiten nicht immer treffen, ne? Das ist halt das Geile an Mento. Nein, Sarkasmus natürlich, ne? Das ist halt ein bisschen nervig, dass die Skills vom Mento halt immer daneben gehen können, nicht müssen, aber es passiert halt mal. Aber so ist das halt. Wieso kann ich das nicht aufheben? Habe ich keinen Platz? Doch, habe ich. 34er. Und keine Bonis. Natürlich nicht. Entschuldigung. Ich bin etwas erkältet. Habt ihr bestimmt schon am Anfang des Videos schon gemerkt. Aber... Joa, man merkt, es wird langsam Herbst. Oder es ist Herbst. Und für mich ist es schon wie Winter. Die Kälte, echt, das ist eine Krönung. Mal ist es warm, mal ist es kalt. Der Körper weiß auch nicht, was er so machen soll. Soll er kühlen, soll er heizen, was soll er machen? Ja, und dann ist man halt empfindlicher und man wird schneller krank. Durch diesen Stoffwechsel, beziehungsweise halt dieses kalt-warm, kalt-warm, kalt-warm. Weil der Körper muss sich auch drauf einstellen. Und wenn das zu schnell geht und zu oft, dann wird der Körper auch mal ein bisschen schwächer und ist halt mal einfacher für die Viren einzugreifen und um den Körper noch mehr zu schieben. DS, nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich habe gerade, na gut, habe ja schon auf 14 geskillt, aber nichtsdestotrotz ist schon sehr gut. Ich glaube, ich sollte mir gleich Buff holen. Denn meine Stärken oder Schwächen verschwinden. Alles hier, nix da, da, bla, bla. Was laber ich eigentlich? Ich glaube, ich habe zu viel gesoffen. Gestern war eine lange Nacht, ja, ja. Matt, du bist doch gar nicht krank. Du hast doch gestern nur zu viel gesoffen. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Da würde ich mich dran erinnern. Ich glaube, das ist das Problem. Wenn man besoffen ist, da weiß man gar nichts mehr. Also wenn man schon ein bisschen härter gesüffelt hat. Hier, zurück mit dir, Waffe. Und ja gut, ist nicht mehr viel bis 100%. Ist meiner Meinung nach schneller als OTM, aber ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht als sonst, weil ich hatte ein paar technische Probleme und ja, bin ein paar Mal gestorben und das hat natürlich auch wieder Zeit gekostet. Aber was soll's.
ja. Noch etwas mehr als 8%. Zack. Die Tränke noch hier aufheben. Ich glaube, das sind bestimmt nicht nur 1er Pilz, aber. Wir haben schon alles wieder voll, müssen wir wieder Wasser kaufen. Let's go! Sehr nice, sehr nice. Ich glaube, beim nächsten Mal sollte ich echt mit dem Pferd kommen. Oder mehr Damage mitbringen. Ja, das ist halt mental, oder? Hat zwar viel Death, aber kaum Angriff. Das ist halt der Nachteil. Und es zieht sich in die Länge und 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 nochmal Länge. Aber ich finde, Mentalo passt halt für ein Let's Play viel besser als ein Körperkrieger. Und der Mentalkrieger ist halt viel günstiger als ein Körperkrieger von Fertigkeiten auch her. Und ja, der Körperkrieger braucht halt natürlich ein anderes EQ als wieder Mentalo. Also mehr oder weniger, die meisten Sachen sind zwar gleich, aber da gibt es halt ein, zwei Unterschiede. Wie zum Beispiel DB, da braucht der Körperkrieger mehr und der Mentalkrieger braucht mehr Crit. Aber kommt immer vom Auge des Betrachters her an und ja, der eine sieht so, der andere sieht so. Es gibt auf jeden Fall kein richtig oder kein falsch. Es kommt darauf an, andere spielen eher mit DB besser, der andere halt mit Crit. Ja, der andere eher mit Gift oder halt mit allem, wer zu viel Geld hat. Das gibt's natürlich auch. Ja. Oh, ich habe gar keinen Crit mehr. Glocke. Ah, zeigt kein Int. Ah, was soll's. So, 99%. Ich glaube, die sollten reichen. Dann sollte ich Level Up sein.
Zack. Zack. Warum sage ich als Zack, Zack, Zack? Ich verstehe es auch nicht. Bam! Oder Bam! Und Level Up! So, dann gehen wir natürlich auf Durchschlag und da fehlt nur noch 2 Punkte bis zum Meister, wenn es natürlich umspringt. Wenn nicht, müssen wir das mit, ja, Buch des Vergessens, Durchschlag, wie ist das, Durchschlag, Buch des Vergessens oder sowas. Und das kann man damit halt zurückskillen und wieder draufskillen und hoffen, dass es bei 17 wieder umspringt. Ansonsten, ja, wiederholt sich das Ganze natürlich, bis man das auf Meister hat. Ja, dann würde ich sagen, mach's gut, euer Matt, haut raus, ciao.